der ÖEL geschickt hat. Und das war fast das 1:0. Bei diesem Schuss. Ja, aber sowas kann dann wahrscheinlich der Schütt dann. Schuss war vom heutigen Captain, von Joshua Bechert. Und da der Nachschuss und das 1:0 durch Moritz Steiner, dem Assistant-Captain. Das hat ihn jetzt sehr wohl erschüttert. Im Nachschuss 8:53 gespielt. Powerplay-Tor und die haben noch gesagt, das wird schwer. Bewegt er sich nicht, aber ja, aufgepasst. Gehen jetzt geht es auf die andere Seite. 97 Ausgleich. Johannes Pfutsch. Das Megatalent aus Osttirol. 6 Minuten. Fit und trifft. 6 Minuten 32 vor dem Ende. Schön dazwischen gestochen hier diesen Querpass. Und es klingelt beim Geburtstagskind. Es steht jetzt 1:1. Aber jetzt aufgepasst, noch eine Chance. Und der Treffer durch die Nummer 18, Florian Springer. War so ein Abwehrfehler jetzt. Ja, schrecklich. In Unterzahl. Ein Shorthander, ein Powerplay-Goal, ein Wahnsinn. Oder? Die Nummer 8, das ist der Nikolas Mali, aber jetzt der Ausgleich. Ausgleich. Durch die Nummer 29, Rafi Pstiller. 2:2. Ja, verdient dieser Ausgleich eine Menge an Chancen im zweiten Drittel für Huben. Und schau, wie der junge Mann streut, wie Honigkuchen fährt. Aber echt, das Spiel ist super zum Anschauen. Das ist ÖEL, das ist dritte österreichische Liga. Das ist Eishockey mit Herz. Von Amateuren Achtung. Gespielt und der Führungstreffer Holzer. Schuss ist von der Nummer 86. Philipp Holzer. Ja. ...3:2 für die Gäste. Die erste Führung für die Eisbären. Der fällt ab, der nimmt dem Goalie die Sicht. Oh, oh. Super gespielt! Sechs! So geht's! Elias Mattersberger. Ja! Sehen wir in der Wiederholung diesen Treffer. Super kombiniert. Der Hubener. So spielt man Powerplay, schalalalala. Rippler, was für ein Backhand-Pass. Oh. Schwarzer, ja bist du deppert. Was für ein Tor, Jakob Schwarzer. Die vermiesen aber dem Sprachmann die Geburtstagsparty aber extremst. Der Pass von Rippler, unglaublich. Rippler. Also Backhand, schöner kann man es nicht machen. Als daten die schon länger zum Spülen. Lanzinger, Flo Lanzinger, dankt sich dadurch. Schöner Move. Oh. Und das war noch einmal die Chance. Und da ist er, Flo Lanzinger. Habe ich es wieder verschrien, gell? Mit neun Schlusstreffer. Ja, du machst den Mund auf und schon ist Theater. Just. Ja, die Nummer 24 mit dem Treffer. Hast richtig gesehen. Aber auf Sport-Fan auf Facebook bringen wir dann wieder einen Zusammenschnitt von diesem Spiel. Noch einmal eine gute Chance und ein Treffer. Jetzt Florian Springer. 49 Sekunden vor dem Ende. Beglückt er uns da noch einmal mit einem Tor. Und lieber Ernstl, ich wiederhole mich, mein kleiner Zeh täuscht sich nicht. Ja, ja. Der linke. Da ist sie. 3:1. Au. Und Zuben mit dem Sieg. Im ersten Saisonspiel
Ich sage jetzt gleich mal Badawal und gehe aufs Eis und wir hören und sehen uns gleich wieder.